Hallo und schönen guten Tag. Heute erkläre ich die typischen Taktiken im Rennradsport. Und los geht es. Wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint, ist Rennradfahren ein Teamsport. Das heißt, nicht immer der stärkste und schnellste Fahrer gewinnt, sondern man braucht auch ein Team, was einem unterstützt. Der Luftwiderstand ist der höchste Widerstand, den man aber in einer bestimmten Geschwindigkeit beim Radfahren überwinden muss. Und daher macht es Sinn, im Windschatten von einem anderen Fahrer zu fahren. Das bedeutet, bei einer Geschwindigkeit von ca. 40 km/h braucht man nur 70% der Kraft, um den Windwiderstand zu überwinden. Hinten in der Mitte im Peloton braucht man nur noch 35% der Kraft, die vorne an der Spitze einer braucht, um den Windwiderstand. Das kann man dann gut bei der Tour de France sehen, wenn die Kapitäne und deren wichtigsten Helfer von dem Team geschützt werden und am besten im Peloton sind. Dabei ist es aber auch wichtig, dass sie nicht zu weit hinten sind, denn dann ist das Risiko bei einem Unfall im Peloton mit erwischt zu werden, beziehungsweise einfach stecken zu bleiben und einen Abstand zu der Gruppe vorher zu bekommen. Der Windwiderstand sorgt auch dafür, dass es für Ausreißergruppen so schwer ist, gegen ein großes Peloton, was wirklich versucht, sie einzuholen, zu bestehen. Wenn sich dann noch mehrere Sprinterteams zusammenschließen und gemeinsam mit, sagen wir mal, 10 Leuten versucht, die Gruppe zurückzuholen, ist es für viele Ausreißergruppen fast unmöglich, wenn die nur aus 3, 4 Leuten bestehen, den Sieg einzuholen. Eine weitere Taktik ist zum Beispiel die, das Feld zu sprengen, also in verschiedene kleinere Gruppen. Das kann man entweder machen, wenn man zum Beispiel einen Berg runterfährt und da versucht, einen Abstand zwischen. Das kann man zum Beispiel dadurch erreichen, dass man an einem bestimmten Punkt anfängt, schneller zu fahren und dadurch das Feld überrascht und es reißt an einer Stelle, wo jemand nicht mehr mitgeht oder auch gar nicht mitgehen will und dann bilden sich 2 Gruppen. Wenn man dann es geschafft hat, seine Leute in das vordere Feld zu tun, kann man sich entspannen bzw. kann auch Gas geben, um versuchen, nicht eingeholt zu werden und so den Leader aus der anderen Gruppe zu distanzieren. Das kann zum Beispiel bei Windkanten passieren. Dann bilden sich sogenannte Echelons, also kleinere Gruppen, die versuchen, in dem Seitenwind bilden sich so lange Staffeln. Beim Seitenwind verschiebt sich die Windrichtung so sehr, wenn er stark genug ist, dass es halt auch für den Fahrer, der gleich hinter dem ersten fährt, ähnlich schwer ist, mitzuhalten. Und wenn dann ein stärkerer, zum Beispiel ein Zeitfahrer, das Tempo macht, kann ein Bergfahrer manchmal gar nicht mithalten und muss dann eher an die Seite von dem Fahrer, um Seitenwind zu bekommen. Sonst ist er dem Wind ähnlich stark ausgesetzt und kann es vielleicht nicht halten. Und so bilden sich dann verschiedene Staffeln. Und so kann man schon ziemlich viel Zeit verlieren. Chris Froome hat bei einer Tour de France-Etappe mal so viel Zeit gewonnen gegen seinen Konkurrenten, die am Ende dann ausschlaggebend war für den Toursieg, da die Zeit, die er in dem Rennen gewonnen hat, größer war als die Zeit, die er am Ende noch zu dem Konkurrenten hatte in der Gesamtwertung. Um diese Windkanten zu bilden, braucht man sehr starke Fahrer. Das sind halt welche, die sehr gut Zeitfahrer sind und viel Kraft haben, die halt auch windschnittig fahren. Aber auch Sprinter sind gut da drin. Oft auch die Fahrer, die in einem Team Zeitfahren sehr stark sind, sind für so etwas prädestiniert. Dann hat man natürlich noch die Bergfahrer, die man versucht, aus seinem eigenen Team auch in die Gruppe zu bekommen und von den eigenen Fahrern geschützt werden und mitgezogen werden, die vielleicht gar nicht so gut wären, um dort in die Gruppe zu kommen, aber halt von anderen Fahrern in die Gruppe gebracht werden. Es gibt auch Fahrer wie zum Beispiel Nairo Quintana, der ein sehr gutes Auge dafür hat, wo sich eine Windkante bildet und dann immer vorne mit dabei ist und mitzieht. Einer weiteren sehr wichtigen Taktik, und das ist das Isolieren der Konkurrenten bzw. das Isolieren der Kapitäne. Isolieren bedeutet, dass der gegnerische Kapitän keine Helfer mehr hat, die ihm zum Beispiel Wasser bringen oder Gels und er dann selber immer zum Teamwagen fahren muss, um sich zu verpflegen. Aber auch, dass er keinen mehr hat, der für ihn fährt. Das heißt, keiner ist mehr da, der ihm Windschatten gibt oder motiviert. Auch, was mit das Wichtigste ist, einen Angriff pariert und dann die ganze Arbeit macht, um den Weggefahrenen wieder einholt. Das Isolieren ist immer eine gute Vorbereitung, wenn man einen Angriff plant. In der Tour de France manchmal, wenn es lange bergauf geht und die ganzen Kapitäne alleine sind und dann greift einer an und alle anderen gucken sich nur gegenseitig an und keiner fährt hinterher. Und auch wenn einer in der Gruppe stärker wäre und ihn wahrscheinlich besiegt hätte im 1 gegen 1, reichen diese paar Sekunden, wo keiner was macht und alle sich sagen, wenn ich jetzt was mache, dann profitieren die anderen durch meine Leistung und überholen mich am Ende. Und so steigen die Chancen für den, der angegriffen hat, deutlich an, da keiner ihn versucht einzuholen, er sein eigenes Tempo fahren kann und so das Rennen gewinnen kann. Kommen wir zum Angriff vorbereiten. Das kann man entweder, wie schon gesagt, durch Isolierung machen oder aber auch durch hartes Fahren. Wenn man ein starkes Team hat, es fährt bis zum Anschlag, versucht erstmal die Gegner in Bedrängnis zu bekommen, dann
fängt der Kapitän im richtigen Moment an anzugreifen und fährt davon. Manchmal kann auch der Co-Kapitän angreifen und dann kann es passieren, dass das andere Team versucht noch hinterherzufahren, ihn zu kontern und man den Windschatten dann ausharrt und wenn sie ihn eingeholt haben, greift der andere an und das Spiel startet von neu. Das hat man auch gut gesehen, wie Vingegaard und Roglic das gegen Pogacar gemacht haben und ihn damit zermürbt haben und er irgendwann nicht mehr konnte und so hat Vingegaard auch die Tour gewonnen. Kommen wir jetzt zum Thema Sprintzüge. Sprintzüge sind so etwas so Komplexes, dass ich mir überlege, wahrscheinlich ein eigenes Video allein mit dem Thema zu machen und darüber kann man stundenlang reden. Der Sprintzug ist dafür gemacht, dass der Sprinter kurz vorm Ziel alleine losfahren kann und mit dem Windschatten vorher sehr frisch ankommt und dann in den letzten paar hundert Metern seine volle Kraft geben kann, um das Rennen zu gewinnen. Ein richtig guter Sprintzug braucht mehrere Jahre, um perfekt eingeschworen zu sein und damit die Kommunikation super klappt. Man kann es so sehen, der Sprintzug beginnt dadurch, dass ein, zwei Fahrer den Sprintzug in Position bringen, so circa 5 Kilometer vor dem Ziel. Und dann startet der eigentliche Sprintzug. Meistens mit einem Fahrer, der gut im Zeitfahren ist und ein hohes Tempo lange liefern kann. Zusätzlich muss er auch noch genau den Sprintzug in die richtige Position bringen, also das heißt nicht zu weit vorne, nicht zu weit hinten. Er fährt dann bis zur 2-Kilometer-Grenze ungefähr und da ist dann seine Aufgabe erledigt. Er lässt sich dann nach hinten fallen und kommt irgendwann ins Ziel. Seine Zeiten sind meistens nicht sehr wichtig. Außer natürlich ist ein sehr guter Zeitfahrer und hat Chancen, das Führungstrikot zu bekommen, beziehungsweise hat er es schon, dann versucht er mit der Gruppe noch ins Ziel zu kommen. 2000 Kilometer bis zu ungefähr 800 Meter kommt dann der vorletzte Anfahrer und seine Aufgabe ist es, den Anfahrer in die perfekte Position zu bringen. Und die perfekte Position für einen Anfahrer ist zweite, dritte, vierte Position. Er übergibt dann an den Anfahrer und lässt sich auch zurückfallen. Der letzte Anfahrer und im Englischen auch Leadout genannt, bekommt dann ab 800 Meter ungefähr die Kontrolle. Er sollte ungefähr jetzt bei Position 3 bis 5 sich befinden, also noch im Windschatten von jemandem, aber so weit vorne, dass er keine große Strecke mehr zurücklegen muss, um ganz nach vorne zu kommen. Denn bei einer so hohen Geschwindigkeit muss man schon sehr schnell fahren, um halt noch Position gut zu machen. Eine Aufgabe ist es, den Sprinter ganz nach vorne zu bringen, damit der Sprinter dann ins Ziel fahren kann. Wenn er an den Sprinter übergibt, wäre seine Position am besten die ganz vorne. Der Sprinter kann dann loslegen und seine ganze Kraft in Szene setzen, um als erstes über die Ziellinie zu kommen. Im besten Fall hat der Sprinter noch einen eigenen Teamkameraden im Rücken von sich, der dafür sorgt, dass kein anderer Sprinter in seinem Rücken ist, um den Windschatten auszunutzen und ihn auf den letzten Meter noch zu überholen. Kommen wir zu weiteren wichtigen Aspekten, die zu einer Taktik gehören. Und da ist es wichtig, dass man ortskundig ist, Erfahrung haben und man im Peloton akzeptiert wird. Denn wenn man im Peloton nicht akzeptiert wird, wird man nicht vorbeigelassen und manchmal sogar sabotiert von den Fahrern, die einem jetzt irgendwas kaputt machen, sondern die lassen einen absichtlich nicht durch, weil sie ihn nicht mögen oder sauer auf ihn sind. Aber auch ist manchmal wichtig, dass Fahrer, was viele übersehen ist zum Beispiel, dass mal Flaschen ausgetauscht werden, wenn der eigene Teamwagen zu weit weg ist. Und dafür braucht man halt die Akzeptanz im Team, muss gemocht werden und so kann man halt auch mal was trinken, obwohl gerade der eigene Teamwagen weg ist. Zu einer wichtigen Taktik gehört natürlich auch die Ernährung. Und da muss das Team genau darauf achten, dass ihre wichtigen Kapitäne und Helfer ausreichend mit Kohlenhydraten versorgt sind. Und das gehört natürlich zur Taktik dazu. Welches Gel genommen wird und wann man noch was isst und so, damit die Verdauung richtig funktioniert. Etwas, was man auch bedenken muss, ist, wo ist der Teamwagen? Wenn einer ein technisches Problem hat, wann der Teamwagen dann hält und vielleicht, wenn einer im Team ein technisches Problem hat, muss man immer abwiegen, wie sehr lohnt es sich, ihnen ja zu helfen oder ihnen einfach zu sagen, diese Etappe ist jetzt egal, dann wirst du halt letzter, ist nicht so schlimm. Oder man hilft ihm. Sorgt aber dafür, dass das restliche Team nicht mehr geschützt wird durch den Teamwagen. Wenn jetzt zum Beispiel der Kapitän ein Problem hat, wird es deutlich schlimmer. Lässt man einen anderen Fahrer zur Unterstützung mit nach hinten, weil man hofft, dass der Helfer gegebenenfalls noch zurückkommt, um dann später im Verlauf des Rennens zu helfen. Der kleine Exkurs hat euch gefallen? Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und schreibt in die Kommentare, was ihr davon denkt. Soll ich weiter ausführlicher gehen in die Themen oder hat das schon gereicht? Und ja, macht's gut. Viel Spaß noch. Wir sehen uns. Tschüss.